Der Marsch, um die Knicklichter abzuholen. Was ist das denn da für ein Pisser, der da steht? Los, ja, so, so würde ich mal nicht gar nicht. Okay. Warte, ich mach mal eben dann so. Obwohl, nee, wir haben jetzt nicht den Zaun. Soll ich dann einfach irgendwie zum Beat tanzen? Jo. Und ich gehe denn hier irgendwie vorne so, so rum, oder was? Ja. Mhm. Ready? Warte mal, ich weiß nicht. Ready. Fenster der wird geöffnet. Der Erlösung. Fenster werden. Voll nebelig. Ah. Oh. Moment der Erlösung. Kein Baum sind da Karteikarten. Was zum. Oh. Hammerstativ. 1A Qualität. Das kannst du überhaupt nicht mit sowas hier vergleichen. So, das waren jetzt die Extras zum Arrowed Short Warrior of the Night. Mal wieder richtig geil ausgesprochen. Das waren die Extras. Nicht so lang wie sonst immer, lag einfach daran, weil es an Drehtagen und an Kameraaufwand relativ kurz war, dafür in der Post-Production umso aufwendiger. Aber von der Post-Production, da haben wir jetzt noch keine Extras. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und ich bedanke mich auch nochmal an Moritz, an Tim, richtigen Dank raus und natürlich auch an Niklas und mal wieder an Brian für sein Equipment, auch an JCKS für das T-Shirt unter anderem und auch für die Bereitstellung der Disco-Materialien, also dieses Nebel, die Nebelmaschine mit dem Nebelfluid und auch die Disco-Kugel. Ja, das gleiche gilt auch an Tim Rino und ja, ich komme jetzt mehr oder weniger gerade zurück, also das Video kommt jetzt ein bisschen später als das Hauptvideo, dann ist es schon fast eine Woche her. Vielleicht seht ihr hier im Hintergrund das T-Shirt von der Tasche von der Filmklappe. Tja, was da gelaufen ist und was wir da bekommen haben, da kommt noch ein Vlog online. Eventuell ist der sogar schon draußen, wahrscheinlich aber eher nicht. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Es wird bald noch ein Real Talk kommen. Es wird auch bald noch ein neues Format kommen, was in Richtung Kamera geht, denn es wird so unter anderem geben so Kameratricks. Erst die erste Folge wird sein, wie stelle ich meine Kamera richtig ein. Das Ganze wird sich natürlich nicht auf alberne kleine Systemkameras da beziehen. Kann man natürlich auch machen, ist aber primär für Leute, die genauso wie ich mit DSLRs da am Start sind. Und ja, das nur kurz dazu, also ein kleiner Real Talk dazu, die Extras sind ja relativ kurz. Dann werde ich auch noch hier mein Stativkopf vorstellen mit dem Stativ. Ich werde mir auch noch demnächst einen Kamerakran zulegen und Softboxen, damit das Ganze mal ein bisschen besser hier jetzt aussieht. Und ja, das war es dann auch schon dazu. Es wird also Kamera-Equipment-mäßig aufgestockt. Warum? Warum die Kohle an der Stelle jetzt aus dem Gras sprießt, das werde ich euch noch erzählen. Das ist nicht so, dass ich auf einmal einen Geldbrunnen entdeckt habe, sondern es ist so, dass die Filmklappe da einiges gesorgt hat. Wie gesagt, da kommt auch noch ein Vlog online. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen jetzt an der Stelle. Freut euch auf weiterhin geile Projekte und ich freue mich auch mal für Leute, die das supporten und noch mehr freue ich mich für die Leute, die da wirklich aktiv dabei sind, die helfen. Das ist, aber gut, dass jeder erfüllt in dem Sinne einen Teil des großen Motors und ich bin quasi nur die Karosserie darum, drumherum. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.